Ja, geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, wir reden heute über einen koalitionstypischen Gummiantrag, der mitten in eine interessante politische Gemengelage trifft und einige interessante Fragen aufwirft. Zunächst, lieber Herr Kollege Ludewig, Ihre Schizophrenie, mit der Sie hier zwischen ungewollt kinderlosen Hetenpärchen und den homosexuellen Paaren, die teils genauso ungewollt kinderlos sind, unterscheiden, spricht Bände. Dass es zum Beispiel auch homosexuelle Frauen gibt, die durchaus durch künstliche Befruchtung Kinder bekommen können, lassen Sie sich jetzt bitte mal erklären. Zum Beispiel im Regenbogenfamilienzentrum, das wir jetzt glücklicherweise in Berlin haben. Und zu dem Spruch gerade, Familie ist dort, wo Kinder sind, Herr Isenberg. Warum werden dann eigentlich Hetero-Ehepaare mit oder ohne Kindern per Ehegattensplitting staatlich subventioniert, alle anderen Konstellationen, in denen Kinder aufwachsen, jedoch nicht. Aber zurück zum Antrag. Eigentlich geht es hier nämlich um die Frage, warum sich die gesetzlichen Krankenkassen seit der Gesundheitsreform von 2004, also Ihrer Gesundheitsreform, liebe SPD, vor der Kostenübernahme für medizinisch notwendige Eingriffe drücken. Es geht nicht darum, falsche Regelungen nach und nach ein kleines Stückchen abzumildern, sondern es muss, wie immer in der Medizin, an der Ursache gearbeitet werden. Jeder Mensch hat das Recht auf die nötige medizinische Behandlung und die Kostenübernahme dafür. Dass unerwünschte Kinderlosigkeit ein Grund für eine nötige medizinische Behandlung darstellt, steht ja wohl außer Frage, gerade weil damit auch in vielen Fällen eine psychische Belastung verbunden ist. Der bundesweite Geburtenrückgang von 10.000 Kindern aus künstlicher Befruchtung jährlich, also die faktische Halbierung, zeigt deutlich, dass die Regelung von 2004 wieder gebraucht wird. Warum zahlt die Krankenkasse nicht 100% der Kosten für künstliche Befruchtung wie noch vor 9 Jahren? Privatversicherte bekommen ihr Recht noch heute. Ist das diese Zweiklassenmedizin, die es angeblich überhaupt nicht gibt? Können wir es uns als Land leisten, den Menschen, die gerne Kinder bekommen und aufziehen würden, im Stich zu lassen, während wir andererseits darüber jammern, dass wir so wenig Geburten haben, in Europa in diesem Aspekt die rote Laterne tragen? Ist es nicht geboten, betroffenen Eltern mit etwas Geld unter die Arme zu greifen, in deren Interesse und im Interesse der Gesellschaft? Es wurde ja bereits von den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saarland, Sachsen und Thüringen vor etwas über einem Jahr die Bundesratsinitiative eingebracht, dass der Bund weitere 25% der Kosten übernimmt. Von der Bundesregierung, an der die CDU ja nun nicht ganz unbeteiligt ist, wurde sie am 18.04.2012 in einer Stellungnahme abgelehnt und gammelt seitdem der Diskontinuität entgegen. Und jetzt stellt die CDU mit der SPD hier im Abgeordnetenhaus diesen Antrag. Das Paradoxon dabei sollten Sie selbst erkennen. Wahrscheinlich ist Wahlkampfgeplänkel wirklich das Wort des Tages. Fakt ist, dass der Bund 7 Millionen für die Beteiligung an den Kosten für IVF und ICSI bereitgestellt hat. Allerdings nur, wenn das Land seinen Eigenanteil übernimmt. Das ist die Anforderung Ihrer eigenen Familienministerin, Herr Ludewig, lieber Herr Isenberg. Das kann man nachlesen. Und zwar ganz ohne Prüfauftrag. Das heißt, 12,5% der Behandlungskosten gehen an Berlin. Das sind etwa 450 Euro pro Behandlung. Das ist ungefähr so viel wie die Beflaggung und das Ausschmücken des Brandenburger Tores für das hübsche Erinnerungsfoto bei jedem Staatsbesuch. Ihnen geht es in Ihrem Antrag eigentlich auch gar nicht wirklich um die Kinderlosen, sondern um Ihren Haushalt, den Sie nicht wirklich geregelt bekommen. Nennen Sie das Kind doch auch so beim Namen. Stellen Sie doch einfach einen Antrag, dass die Gelder im Landeshaushalt bereitgestellt werden, um den Kinderlosen zu helfen, zumindest mit etwas Unterstützung. Die 25% Eigenbeteiligung müssen die Eltern ja dann trotzdem weiterhin bezahlen. Aber wir fragen uns natürlich auch, wie der Senat welche Mittel einzusetzen gedenkt und freuen uns insofern auf die spannende Beratung im Ausschuss. Vielleicht kriegen wir ja aus Ihrem Antrag auch noch einen zielführenden Antrag gemacht. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.